Ihnen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, meine Kinder sind da und die sind schon im Pool und Emma putzt den Tisch. Da reingetan? Also Essig, Zitrone, ein bisschen Spülmittel. Ah, okay. Und das löst sich schon auf, habe Und ich schon dein gesehen. Kleid geht nicht damit? Das ist nicht nein. Okay. Ist aber Und ich glaube, man soll nicht so doll da drauf tun, das Wegen dem kann kratzen, Glas, sonst ne? eher nur so ein bisschen. Okay. Je nachdem, wie hart die Verschmutzung ist. Man hat so einen Unterschied zur so Hälfte, Hälfte, wie man so sehen kann. Und gekocht hast du das, ne? Ja, wenn es warm ist, geht das besser. Mal so jetzt ein Vergleich. Sind schon Schwimmreifen am Start. Ja. Ja, warte kurz, bitte. Oha, ist weg, ne? Oh, okay. Wenn du Ja. es noch trocknet, mal Dann gucken. ist weg wahrscheinlich. Ja, trocknen wir noch. Schön. Also Zitrone und Essig hast du aufgekocht. Tja. Du bist nass, Janet. Ja, ist Oh, sieht trocken, man. sieht man direkt. Oh, richtig schön. Oh, das hast du aber gut Umweltfreundlich. gemacht. Ja. Keine Chemie. So ein bisschen Spülmittel vielleicht, aber. Ja. Schön. Guck, Baba. Ist sauber. Ich hab einen. Weg. Ja, Ja. meine Idee so. Ist gut. Steck es dann einmal in die Scheibe, drehen wir mal um und deine Seite dann aufmachen. Glaube ich nicht, brauchst du gar nicht. Die Die ist eine Seite ist sauber. sauber, aber kann trotzdem mal wischen. Die ist sauber, die andere Seite. Guck Ich mal. mir kurz Gazi einen Ja. Sonnencreme. Bist du noch nicht weg? Ne, dir? Auf, ne? Auf den Tisch. Das Ja, kommt immer an, deswegen. es kalkt ja dann. Natürlich, deswegen. Der war so dreckig, jetzt sieht man dein Gesicht. Wieder so? Ja, richtig schön sieht das aus. Oh, Elena Salach, danke schön. Dafür so. Kann ich auch sehen, fliegen. Melias Spielsachen und Sonnenschutz. Eine Herzbrille. Eine Stapelbox, ein Ventilator, ein Brett sind wahrscheinlich alles die Spiele für das Flugzeug gewesen. Ich bringe meinen Sohn jetzt zur Moschee. Es ist ja Freitag, da müssen die Männer in die Moschee gehen und er weiß nicht genau, wo die ist. Er war ja noch nicht so oft hier und ist auch schon lange her, deswegen bringe ich ihn eben hin. Ja, die kleinen Schniedel waren hier alle im Bad. So. Gehen wir eben los. Mein Mann ist nach einem Kühlschrank gucken gegangen und auch noch nach den Fliesen, die wir an die Treppe dran machen wollten. Die kommen bestimmt gleich wieder. Spinner sind alle in den Büschen. Alle gehen in die Moschee, es ist ziemlich voll. Heute ist ja Freitag. Männer, wie gesagt, sind verpflichtet zum Gebet. Ich wollte auch mit rein, aber es sind alles Männer, ja. Die stehen auch alle vor der Moschee und machen ihre Gebetswaschung. Es ist ja auch nur eine kleine Moschee.
Ich weiß, mein Mann will das nicht. Ich gehe da nicht rein. Mein Sohn hat zwar gesagt, kann ruhig mitgehen. Es gibt ja einen eigenen Gebetsplatz für die Frauen, aber mein Mann möchte das nicht. Deswegen habe ich mich entschlossen. Ich gehe nach Haus. Ich denke, das ist am richtigsten. Genau, also. Hier ist ja die kleine Moschee. Da habe ich ihn jetzt hingebracht. Kannte er natürlich auch, aber wenn man so lange nicht hier war, war jetzt 4 Jahre nicht hier. Oder 3. Und vergisst man natürlich auch wieder einiges. Ja, also. Ich überlege gerade noch, ob ich noch mal kurz was einkaufen gehe, aber wir müssen richtig einkaufen gehen. Das, was ich hier kaufe, ist eigentlich nur Pillepalle. Ich habe meinem Mann gesagt, er soll Getränke und sowas holen. Ich glaube, wir gehen nachher lieber richtig einkaufen. Ich bin lange nicht mehr diesen Berg hoch. Seit 4 Wochen gehe ich den Berg nicht mehr hoch. Das merke ich schon in meinem Knochen. Scheiße. So, genau die Hitze am Mittag. 10:50. Genau, also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Wir waren eben am Pool. Alle Mann sind geschwommen. Und dann ist da jetzt das Freitagsgebet. Heute ist Freitag, wie gesagt. Und dann sind wir alle wieder raus. Die duschen jetzt. Ich habe schon geduscht. Ich werde jetzt zu Hause beten. Leise Mercy. Ja, und mein Mann und der Gärtner sind nach dem Kühlschrank gucken gegangen. Also wir haben überlegt, einen Gebrauchten zu holen, weil, wie gesagt, ein neuer könnte man machen, aber erstmal das Geld alle, muss man mal so ganz offen sagen. Und zweitens reicht für mich ein Gebrauchter, weil wir brauchen nur so einen großen Kühlschrank, wenn die Kinder da sind. Klar, ich kann ihn vielleicht auch anlassen, wenn, vielleicht machen wir den ja auch ganz raus. Das kann ja auch sein. Ich weiß ja nicht, wir haben ja nicht mal so viel Platz, um ihn irgendwo hinzustellen. Wir werden vielleicht das rausschneiden, den Schrank dort, um den Kühlschrank dann da hinzustellen. Ich weiß es nicht. Aber gebraucht reicht auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob wir einen finden, was es hat. Hier haben die abgesperrt. Ich weiß nicht, ob die da einen Weg machen. Wahrscheinlich. Was wir sonst noch heute machen, weiß ich gar nicht. Ob die noch zum Strand wollen. Gucken wir mal. Wenn, was kochen wir zu essen? Weiß ich auch nicht. Wir haben keine Tomaten mehr. Ich könnte den Bohneneintopf machen.